heute. Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen und sehr geehrte Besucher. Die verschiedenen oder einige Äußerungen in dieser Debatte verleiten mich zu folgender Einstiegsbemerkung. Man muss die Bauern in Deutschland nicht mögen. Man kann sie auch kritisieren, man kann mit ihnen streiten. Aber ich finde, sie haben Anstand und Respekt verdient für das, was sie 365 im Jahr für unsere Gesellschaft tun. Das ist das eine. Da möchte ich eine zweite Bemerkung machen. Ja, da sind wir alle einig. Die Landwirtschaft in Deutschland befindet sich in einem Veränderungsprozess. Und ich erhebe stellvertretend für uns als Union den Anspruch, dass wir uns mit an die Spitze des Veränderungsprozesses stellen. Sollen Sie sagen dazu, was Sie wollen, in der jeweiligen Rolle auch. Ein großer Unterschied. Ich habe den Eindruck, dass wir leider als Union die Einzigen sind, die es mit den Landwirten machen wollen. Leider, meine Damen und Herren. Aber wir reden über das Düngepaket, und auch dieses Düngepaket hat das Ziel, auch für uns Belastungen für Wasser und Umwelt zu minimieren, zu reduzieren, gleichzeitig sich aber auch zu beschäftigen mit der Frage, die Pflanzen ausreichend ernähren zu können. Und es gibt Beispiele. In Dänemark gab es vor Jahren keinen Qualitätsweizen mehr, den mussten sie importieren. Und solche Fehler brauchen wir in Deutschland nicht machen. Und deshalb ist es schon gut, wenn man in der Sache, meine Damen und Herren, streitet. Dieses Gesetzespaket ist ein sehr komplexes Gesetzespaket. Und dieses Paket hat Auswirkungen auf die Struktur in der Landwirtschaft. Behälterbau, Investitionen, Ausbringungstechnik. Sie werden den Strukturwandel weiter forcieren. Und das in der Regel bei kleineren Betrieben. Und das gehört zum Ehrlichmachen und der Wahrheit dazu, was dabei nicht unser Ziel ist. Und deshalb haben wir uns in dieser Diskussion immer wieder fachlich eingebracht. Ich glaube, wir haben eine gute Paketlösung hinbekommen mit dem Düngegesetz und der Düngeverordnung. Wir haben es im Gesamtpaket in allen Einzelheiten über einen ganzen langen Zeitraum diskutiert, beraten. Wilhelm Priesmeier manchmal auch gestritten, aber wir haben es zu einem Ergebnis gebracht. Hätte schneller sein können, kann es immer, aber wir haben das Ergebnis. Das Düngegesetz, und das ist in meinen Augen ein ganz zentraler Punkt, stärkt den Vollzug und die Kontrollbehörden zukünftig, weil wir hier wirklich Nachholbedarf haben. Beispielsweise bei den Möglichkeiten zum Datenabgleich aus anderen Rechtsbereichen. Auch das ist unter Datenschutzgesichtspunkten alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Also den Zugriff auf Datenbanken, die Tierhaltungen erfassen, in Verbindung mit Flächen und somit eine sehr schnelle Plausibilitätskontrolle durchgeführt werden kann und ganz gezielt vor Ort geprüft werden kann, weil Sie, Frau Höhn, mal fragten, was passiert eigentlich bis 2023? Das passiert ab sofort. Die Biogas-Gärreste sind sofort dabei. Die waren leider vorher draußen. Hier war Nachholbedarf. Auch da sind wir einig. Und zu dieser sogenannten Stoffstrombilanz, also der neuen Bilanzierungsmethode, die alle Emissionen erfassen soll. Meine Damen und Herren, wie sie denn genau aussieht, das wissen wir alle noch nicht. Jeder redet darüber, aber keiner weiß, wie es dann im Detail genau wirklich gehandelt wird. Und wenn man dann pauschal sagt, 2,5 Großvieheinheiten als Maßstab sind zu viel. Wilhelm Priesmeier, wo ist er? Wir waren letzten Sommer auf einem Betrieb mitten im Wasserschutzgebiet. Mitten in einem Wasserschutzgebiet, ein Futterbaubetrieb, Milchviehbetrieb, der konnte seine, bei etwa 2,5 GV, konnte der nur mit Rauffutter seine Tiere vernünftig ernähren. Auch das muss man wissen. Also wenn Sie willkürlich mit Zahlen agieren, dann müssen diese Zahlen belastbar sein. Und das sind Sie in Ihrer Argumentation nicht. Ja, und das Düngegesetz, es ist, wie wir wissen, Grundlage für die Verordnung. Hier kommen eine ganze Reihe Verschärfungen auf die Landwirte zu. Und es wurde darauf hingewiesen, darüber hinaus gibt es die Ermächtigung für die Bundesländer, da wo wirklich rote Gebiete sind, wo Grundwasserkörper belastet sind mit Nitrat oder mit Phosphat, dort haben die Länder die Möglichkeit,
eben zusätzliche Maßnahmen letztendlich auf dem Weg zu bringen. Wir haben uns bemüht, das Ganze zu sehen und nicht nur eine Klientel. Das Wasser als Lebensgut, aber genauso auch die Landwirte. Wir halten den Kompromiss für tragbar. Das Handlungsbedarf bestand. Darüber herrscht absolut Einigkeit. Wir haben bei Kleinstbetrieben Ausnahmen gemacht. Wir haben Flexibilität etwas bei den Sperrfristen in besonderen Regionen, also wo man schwierige Befahrbarkeitszustände letztendlich hat. Wir haben Übergangsfristen gemacht für die Ausbringungstechnik, damit die Bauern die Chance haben, jedenfalls diesen Veränderungsprozess zu gestalten und wir als Politik Maßnahmen der Unterstützung auf den Weg bringen können. Und bei Phosphat, das ist mehrfach kritisiert worden, meine Damen und Herren, wenn wir Phosphatdüngung von heute auf morgen verändern wollen, ja, dann müssen wir die Hälfte der Betriebe sagen, ihr müsst aufhören. Wollen wir nicht vernünftig gemeinsame Zukunftslösungen erarbeiten? Und deshalb ist mein Appell an uns alle, dass wir gerade diese Stoffstrombilanz, die wir ja noch umsetzen müssen, die wir noch nicht kennen, dass wir die vernünftig, praktikabel und auch fachgerecht umsetzen. Es kommt hier wirklich eine große, große Verantwortung auf uns zu, dieses vernünftig zu machen und sie nicht für Strukturpolitik, manchmal auch Klientelpolitik zu missbrauchen. Und abschließend ein Satz noch, Friedrich Ossendorf, du hast vorhin gesagt, wir wollen verbinden. Und das ist genau die richtige Ansage. Dafür bin ich dankbar und das sollten wir auch wirklich miteinander tun. Aber wenn wir sagen, also bei den Themen Festmist, Kompost, die du angesprochen hast, oder die Erleichterungen für Weidehaltung, wir haben sie mitgetragen. Aus Überzeugung, weil wir dieses wollen. Aber das ist ein Entgegenkommen, insbesondere gegenüber den Ökobetrieben. Und ich bitte einfach den Politikern, die sich insbesondere mit diesem Klientel beschäftigen, dass sie zukünftig auch bitte das Ganze im Blick haben, weil das sind wir letztendlich unseren Bauern Zustimmung. Aber Herr Kollege, Sie hatten jetzt abschließend gesagt. Ich schließe, Frau Präsidentin, ab. Bitte schön. Ich sehe es. Also wir haben eine große Verpflichtung gegenüber der Landwirtschaft in Deutschland, wenn wir sie dann flächendeckend erhalten wollen. Wir haben hier was Gutes auf den Weg gebracht, was Tragbares. Und bitte Sie alle um Zustimmung. Vielen Dank. So, vielen Dank. Das war jetzt abschließend auch zu